Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an und wir werden uns drei Spiele aus der Premium genau anschauen. Die zweite und dritte Liga ist ja exklusiv für die Premium-Mitglieder. Falls ihr diese Tipps aus diesen Ligen auch nicht verpassen wollt, dann checkt gerne mal unsere Webseite ab. Dort seht ihr alle Optionen, wie ihr der Premium auch kostenlos beitreten könnt. Beziehungsweise schreibt mir, da könnt ihr auch gerne mal eine Woche gratis testen. Und ja, in der Premium gibt es auch neuerdings Sure-Bets, da haben wir schon einiges an Profit rausholen können. Insgesamt sind das bestimmt schon 5 Einheiten diesen Monat, letzten Monat auch schon eine Einheit ungefähr. Also es läuft schon ziemlich gut. Also letzten Monat die eine Einheit war jetzt nur also waren nur 2 Sure-Bets gegen Ende. Und jetzt diesen Monat ziehen wir das voll durch. Und da kann man einiges an Profit mitnehmen. Vor allem der Länderspielpause halten wir uns eher zurück. Und da haben wir auch einiges an Sure-Bets gepostet, da man da ja eigentlich die ganzen Einsätze auch zurückhalten kann, beziehungsweise ja nicht alles verwettet, weil da halt ja Länderspielpause nur ist. Wir haben aber schon einiges gepostet, schon einige Early Picks. Es sind auch schon sehr, sehr viele Quoten gedroppt. Also falls ihr auch mal die Top-Quote wollt, die ganzen Quoten, die ich jetzt hier sage, sind auch schon eigentlich alle gedroppt. Falls ihr nur die Top-Wetten, also die Top-Quoten wollt, die noch nicht gedroppt, sondern solltet ihr auch unbedingt unsere Premium, wie gesagt, auschecken. Und genug gelabert, ich würde sagen, wir starten direkt in die Bundesliga rein mit dem ersten Spiel. Und zwar ist das Union Berlin gegen Augsburg. Ja, Union Berlin ist einfach eine Mannschaft, die solide ihre Leistungen abruft. Auch diese Saison sind sie nochmal ganz ordentlich. Es werden am Ende wahrscheinlich immer im Mittelfeld landen. Im Abstieg werden sie in unseren Augen nicht viel zu tun haben. Da sieht es bei Augsburg hingegen ganz anders aus. Die sind auf jeden Fall abstiegsgefährdet. Das sagen auch die Quoten. Insgesamt vielleicht ein bisschen übertrieben auf der Unioner Seite die Quoten. Nichtsdestotrotz haben wir uns nicht für eine Wette Richtung Augsburg entschieden, weil die uns nicht bis, also bisher echt gar nicht gefallen. Wir denken, dass Union das Spiel macht und dass es auch eher ein defensivlastiges Spiel wird. Deswegen finden wir hier das unter 2,5 mal etwas anderes für uns. Sehr, sehr interessant für eine Quote, zu einer Quote von 1,96. Wir hatten hier, glaube ich, eine 2,05 oder 06 oder so angespielt. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant in unseren Augen. Ich denke mal, dass es hier ein 1-0, 2-0 oder so wird oder ein 1-1 eventuell. Und da sind ja bei diesen Ergebnissen ist dann immer die Wette gewonnen. Für mich hier eigentlich ein klares Under. Dann zum nächsten Spiel Freiburg gegen Köln. Und zwar, die Freiburger sind hier relativ stark favorisiert. Köln hingegen, also finde ich auch etwas übertrieben. Freiburg auch wie Union spielen immer solid ihre Leistungen. Köln hingegen gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Haben gegen Hertha sehr, sehr gut gespielt. Gegen den Bayern haben sie schwer getan. Und jetzt steht Freiburg vor der Tür. Und ich würde sagen, dass hier die 2,2 auf Freiburg definitiv zu niedrig ist. Ich sehe die Kölner sogar etwas stärker als die Freiburger in diesem Spiel. Und deswegen finde ich hier das X2 zu einer Quote von 1,67 interessant. Die ist auch nochmal gedroppt. Ich glaube, wir hatten die für zu einer 1,8 rum gepostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall auch, da war sie schon etwas höher. Die Quote kann man eventuell noch anspielen. Spielt vielleicht eher plus 0,25 zu einer 1,9 anspielen. Ja, ich denke einfach mal, dass das Spiel hier 1:1 oder 1:2 für Köln ausgeht. Dann zum letzten Spiel. Und zwar ist das Greuther Fürth gegen Wolfsburg. Fürth ist, denke ich, Abstiegskandidat Nummer 1. Sie gefallen uns bisher echt nicht so gut. Und Wolfsburg hingegen ist vielleicht nicht mehr so gut wie letzte Saison, aber immer noch sehr solide von Bommel. Etwas schlechter als Glasner, der Trainer. Aber wir denken hier, dass Wolfsburg, dass das Wolfsburg leicht haben wird gegen Greuther Fürth. Und hier eine 1,68 auf Wolfsburg. Zuletzt hatte Mainz daheim gegen Greuther Fürth eine 1,5, glaube ich, gehabt. Und jetzt Wolfsburg auswärts, klar, es ist auswärts, aber Wolfsburg ist nochmal ein gutes Stück besser als Mainz. Jetzt eine 1,68 sehe ich auf jeden Fall Value. Faire Quote wäre hier auch bei 1,5 ungefähr. Und ich denke auch, dass Wolfsburg hier 2 zu 0 macht. Und ja, das war es dann soweit auch mit der Prognose gewesen. Wir gehen einmal wie immer jetzt rüber zu Spitch. Und ich zeige euch einfach mal meine Aufstellung für diesen Spieltag. So, da muss ich noch ganz kurz hier auf die Bundesliga gehen. Und dann hier auf dieses Turnier. Und da habe ich schon eine Aufstellung vorbereitet. Und zwar im Tor Florian Müller. Ja, er kostet nur 7,9 Millionen. Und sie spielen gegen Frankfurt, Stuttgart
Und die Frankfurter sind bisher nicht so gut. Offensiv sind sie zwar stark, aber ich denke auch, dass sie sich gegen Stuttgart schwer tun werden. Und deswegen denke ich, dass sie ja auch einige Bälle aufs Tor bekommt und dadurch auch einige Punkte sammeln kann. Dann haben wir hier Schmitz. Hat jetzt in den letzten 3 Spielen zweimal Startelf gespielt. Einmal war er nicht im Kader, beziehungsweise wurde nicht eingewechselt. Für 0,7 Millionen, das ist ein sehr, sehr guter Pick, deswegen habe ich ihn auch geholt. Falls er nicht spielen sollte, dann wechselt man den natürlich auch gegen anderen Kölner Abwehrspieler. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir sehen hier, wie gesagt, Köln gegen Freiburg vorne. Wobei die Freiburger Offensiv natürlich auch mal sehr, sehr gefährlich werden können. Und wir denken hier aber, dass die Abwehr von Köln hier standhalten wird und deswegen, dass er für 0,7 Millionen sehr, sehr viel Value hat und auch viele Punkte für seinen Preis machen kann. Dann haben wir aus demselben Verein noch Raphael Zichos, kostet 9,1 Millionen, der wird auf jeden Fall spielen. Klar ist ein Riesenunterschied, aber Zichos ist auch echt ein guter Spieler und deswegen ist es in unseren Augen auch ein guter Pick. Dann haben wir einmal bei Bochum gegen Berlin, dann Danilo Soares von Bochum, 3,5 Millionen. Wir denken, dass Berlin diese Saison auch nochmal enttäuschen wird und deswegen ist es auch ein guter Pick. Genauso sieht es aus mit Nico Gieselmann für 3,7 Millionen. Wir denken auch, dass Union hier zu Null spielen wird. Für 3,7 Millionen auch ein sehr, sehr günstiger Pick. Und dann haben wir noch Jerome Roussillon für 9,1 Millionen. Wir denken auch, dass er offensiv in dem Spiel viel machen kann. Ist offensiv auch sehr, sehr gut. Kann einige gute Flanken schlagen und deswegen auch einige Punkte als Außenverteidiger sammeln. Im Mittelfeld haben wir einmal Endo mit 9,0 Millionen. Der gefällt mir eh sehr, sehr gut. Und wir denken auch, dass Stuttgart den Frankfurtern sehr gefährlich werden kann. Und dann haben wir noch Musiala, falls er spielt, für 10,3 Millionen. Ein sehr, sehr guter Pick. Ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, aber Deutschland hat jetzt in der Länderspielpause einmal mehr gezeigt, was er überhaupt drauf hat. Seine technischen Fähigkeiten sind überragend. Und deswegen, wenn er spielt, ist ein sehr, sehr guter Pick. Wenn nicht, kann man ihn ja auch gegen Goretzka oder so auch, wie man möchte, natürlich auswechseln. Und dann haben wir, wie immer, eigentlich Kimmich als Bankspieler, als Kapitän auch. Der macht immer seine Punkte, ist zwar teuer, aber er liefert konstant ab. Einfach als kleine Sicherheit, nicht nur Risikopicks. Im Sturm haben wir Modest, hatten wir letzten Spieltag auch schon. Das hat sich auch bewährt, hat, glaube ich, auch ein Tor gemacht. 3,1 Millionen, immer noch mega günstig. Obwohl er eigentlich ein Topspieler ist und gegen Freiburg auch netzen kann. Und dann haben wir auch für 4,9 Millionen sehr, sehr günstig Awoniyi. Er kann auch ein, zwei Tore gegen Augsburg machen, für den Preis sehr, sehr günstig. Und deswegen haben wir die zwei Spieler hier gepickt. Statt Lewandowski und Haaland, die zusammen über 70 Millionen Kosten haben, wie sind wir unter 10 Millionen geblieben. Deswegen haben wir ja noch 20,2 Millionen Budget übrig und gehen auch hier mit 500 Punkten schon mal rein. Das ist sehr, sehr gut. Und da haben wir schon ein gutes Polster. Falls unsere Spieler dann ein paar Pünktchen machen, könnten wir auch hier auch in der Gewinnzone landen beim Double Up von 20 auf 40. Ich nehme hier einfach auch mal teil. Und ja, ihr könnt natürlich auch beim normalen Turnier mitmachen, wo man auch, wenn man erst Zweiter, Dritter wird, mehr gewinnt als hier beim Double Up. Aber da gibt es natürlich auch weniger Preis, also gibt es gleich viel Preisgeld, aber weniger, die Gewinnzone schmäler, das ist natürlich ganz logisch. Und ja, falls ihr bei Switch noch nicht seid und auch kostenlos, also es gibt auch hier einige kostenlose Turniere, einfach zum Antesten. Ja, wo sind die im Moment? Da gibt es auch einige kostenlose Turniere, wo man einfach mal austesten kann, wie es Switch einem gefällt, ohne irgendwie was einzuzahlen oder so. Das ist eigentlich ganz gut. Genau, hier free, gesamter Spieltag. Und der erste Platz bekommt ihr sogar 20 Euro, könnte man dann sogar wenn man Erster wird, dann das Double Up von 20 auf 40 Euro kostenlos mitmachen. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und falls ihr da noch nicht seid, wie gesagt, meldet euch über den Link an. Ich glaube, wenn ihr 30 Euro einzahlt, bekommt ihr auch 20 Euro Bonus. Hier kann man auch einfach ganz normal die Aufstellung, die ich jetzt vorgestellt habe, kopieren und dann auch kostenlos mitspielen. Geht ganz einfach. Gerne über den Link anmelden. Dadurch unterstützt ihr uns natürlich auch, würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten war es das mit dem Video gewesen. Falls ihr Interesse an der Premium habt, checkt gerne unsere Webseite aus. Ansonsten würden wir uns wie immer über Feedback freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.